nun. Finde ich so schlimm. Es wird übrigens aus den Helmholtz. Ist ja. Aber hier drin ist aber noch arschdunkel. Alter, ohne Spaß, wo geht's denn hier hoch? What? Oh. Achso, doch, ich weiß, wo es hochgeht. Oh, oh. Oder? 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 Gehen wir mal vom Gelände und dann gucken wir mal weiter in der Stadt um. Gibt's hier irgendwo sowas namens Supermarkt oder so? Hier liegt ein Leichensarg, glaube ich. Oh, komm mal wieder. Ist deiner. Dich ist deiner. Supermarkt. Guck ich mal kurz. Oh, erstmal wieder gegen das Mikrofon hauen. Hier war ein Super. Wie sah ein Supermarkt mal aus? Keine Ahnung. Ah doch, da, Supermarkt. Ja, also wenn wir jetzt reingekommen werden in die Stadt, gleich ganz links. Haben wir das bestimmt Tankstelle da? Na, keine Ahnung, vielleicht auch in der Stadt. Geht schon. Ich glaube, wir sind nicht mal in Sabine, muss ich ehrlich sagen, weil irgendwie sieht ja alles nicht so wirklich danach aus. Hoppala. Du bist jetzt wieder draußen, ja, dann komme ich auch raus. Kurz hier so auf dem Bürgersteig lang. Okay, kein Problem. Erik kommt und bumst dir in den Popper. Nee, dann geh mal hier weg. Ach, mein Gott. Ach, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, ist hier jemand? Ne? Ich da schon im Haus rein. Bist du links oder rechts lang? Das ist eine gute Frage. Tja. Ich nicht beantworten kann. Mongo. Ja, toll. Mongo. Ey, du kommst denn in den Häusern nie was? Im Kotzen. Ja, toll. Also werden wir uns jetzt wieder verlieren, sagst du? Finde ich voll fett. Und nachher gegenseitig wieder abknallen. Ey, du hast mich bis jetzt noch abgeknallt, ich nicht. Wir haben uns bis jetzt noch gar nicht gegenseitig abgeknallt. Ja, da sagt man, dass du nicht glaubst. Oh doch, ich bin jetzt auch im Gebäude. Also wenn du jetzt gleich einer ins Gebäude reinkommt, dann bin ich das. Oh, ja, nicht mit dem Gebäude drin. Ich bin. Muss gerade rennen. Okay, sieht aus wie eine Schule. Okay, ja, was bin ich in dem Gebäude, in dem ich war? Oh, wie sind Zombies? Wer bin ich denn? Ja, sag bloß. Okay. Achso, ne, wo? Mann, hier unten liegt doch voll das Backpack, Mann. Gib mir mal das Backpack. Oh, scheiße, Zombies hier weg. Ach, das ist bestimmt gar kein Backpack, das ist bestimmt einfach nur die Munition. Ah, ich check es. Das ist ein Road Flares. Hier liegt noch eine Makarov, so wie es ausschaut. In der Tat. Makarov brauchen wir gar nicht. Dann nehme ich mir jetzt noch einen Munitionspackel mit. Habe ich jetzt 7. Eine Makarov? Ja. Warum hast du noch eine Makarov, oder? Ja, aber ich habe jetzt 7 Magazine dafür, voll geil. Also hast du 7 Magazine für eine Waffe, die du nicht besitzt. Was? Du hast 7 Magazine dafür für eine Waffe, die du nicht besitzt. Hä? Natürlich besitze ich sie. Hast du gar nicht die SA bla? Nein, ich habe gerade von Makarov geredet. Ja. Hä? Weiß ich doch, ich habe gefragt, ob du die SA hast. Nein. Ja, gut, dann sag es so einfach. Ja. Komm, ich dann nervig, aber. Ja, ja, du bist voll der Wichser, Junge. Ja, gut, nicht klar. Okay, voll die Zombies rumstehen und Spaß drin, ja, wie ihr geiles Sex im Monat. LOL! Oh, hier stehen so ein paar am Boden rum. Ich weiß nicht, soll ich an denen vorbeigehen? Okay, jetzt kommen die gar nicht ran. Ah, loops. Ne, ich riskiere es ja nicht. Aber ich hab jetzt keinen Bock, dass ich jetzt wieder auf die Fresse bekriege. Ah! LOL! Die sind im Boden drin! Die steht hier drin? Ja. Aber geil, doch. Hier liegt ein Zombie zerstückelt auf der... auf dem Operationstisch rum. Okay. Oh, hier ist ein Bild. Wer ist das denn? Ah, das ist ein Leichenhaus, Leute. Oh, Moritz, Alter. Erstmal wieder Negrophilie betreiben, oder?
Hast du das, Erik, auch wenn das Wort nicht richtig aussprechen kann? Warum ist er richtig gewesen? Negrophilie. Nicht Negro, Negro. Ich muss das hart aussprechen, ich weiß. Ja, kann sein. Kann auch sein. Ich kenne mich mit sowas nicht so gut aus, ich bin ein guter Junge. Ja, wieder. Das ist gut, Junge. Weiß ich. Ja, das noch durch, keine Ahnung. Doch. Na. Doch. Na. Doch. Meine Mama. Meine Mama ist die tollste überhaupt. Hier sind Binoculars, Baby. Oh mein Gott. Binoculars. Nee, ich kann es nicht verbessern. What the fuck, wo ist denn das jetzt hin, das Binoculars? Ich hab's so genommen. Also ist es scheißegal. Ich bin Ostfriese. Ja, cool. Oh, ich hab jetzt nur noch nicht lange. Oh, ich hab ein Bauplan. Für ja. Hero Level 1. Ja. Soll ich mitnehmen? Immer. Naja, ich glaube ja nicht. Warum fragst du ihn auch? Ja. Ich stand es vor lame, Erik. Weiß ich. Ich merke das schon, hier ist nix. Oh, hier ist ein Kinderspiel, hier ist ein. Ah, hier ist ein großes Lokomotiv, also. Oh, ein Panzer, ja. Treffen wir uns auf dem Platz, wo die große Statue steht? Ja, ich bin noch gerade im Gebäude und gucke noch ein bisschen, ob hier noch irgendwas Cooles liegt. Weil ich brauche eigentlich ein bisschen zu essen, das fetzt mich. Geil. Mann, so viel Scheiße. Oh, hier liegt wieder ein Bauplan. Kann ich mal irgendwas zu essen rumliegen oder so? Nee. Was brauchst du mal für Muni? Also entweder für die SA brauche ich 32er ACP. Okay, hab ich nicht. Oder für meine Shotgun 12 Gorge, also GAUB. 12, okay, da kann ich nicht rum. Machen wir ein Zeichen. Hin irgendwas. Ja. Alter. Was denn? Wenn man, ja, es könnte, ja, wobei, nee, dann nicht. Oder? Ist mir so eine Denkerpose. Das wird gerade gemacht, den Hitler groß. Die Statue aber. Die Statue, ja. So, bei welcher Statue bist du denn? Ich hab mich. Hier ist eine riesen Statue in der Stadt direkt. Die sieht man eigentlich schon von Weitem. Huh. Ja. Von Weitem. Vielleicht von. Siehst du so eine ganz große Kirche, Kathedrale, wie auch immer? Nee. Siehst du denn den großen Kran? Boah, zwei Kräne. Also. Nee. Ja, natürlich. Hey, das wäre hilfreich, wenn du mir sagen könntest, ob du links oder rechts angelaufen wärst. Ja, Erik, hier ist eine riesen, sieht man schon von Weitem, das ist eine riesen Statue. Hier steht ein Auto. Kann ich damit fahren? Kann ich natürlich in die Luft schießen, damit du weißt, wo ich bin, aber. Ich hab schon ein bisschen Schiss. Du hast gut geschossen? Ne, okay, das war nur der Motor. Ich will gerade, gehe ich jetzt. Ah, ne, ich geh jetzt nicht mehr ins Haus. Eine große Statue, ey, wo ist denn die große Statue? Das ist eine riesen Statue. Ja, erstmal wieder losrennen, was? Siehst du denn im Hintergrund, da ist ein Berg und da steht wieder so eine komische, so eine Antenne oder so drauf. Siehst du die? Hast du ein Kompass?
Nope. Oh, hier stehen ganz viele Autos. Ah, oh mein Gott, unheimlich Musik. Ja, wo ist denn der Mond? Du kannst dich ja mal fragen. Der ist bald, geht bald immer in deinem Berg unter. Ja, und wo ist der? Guckst du in die Richtung? Ja, ich gucke in die Richtung des Mondes. Das ist natürlich mega. Das bringt mir nicht zwar nichts, aber. Hört mir an. Ja, warum du das gefragt ja, hast, keine Ahnung. Der ist so ein Riesenplatz, der ist so ein Riesenplatz. Und in der Mitte davon steht die Riesenstatue. Nee, da kann es eigentlich nicht sein, aber hier auch nicht. Oh, das ist ein Zombie. Ganz ehrlich, kann man die gar nicht übersehen. Ja, aber wenn ich mal... Hier ist nix. Okay, ich geh mal in die Küche. Hier ist jetzt der... Lol, hier sind erstmal zwei Zombies gespawnt, oder was? Die mich jetzt mal fett gesehen haben. Okay, kein Problem. Mach jetzt kurz den Sprinter. Hm. Dann renne ich mal ein bisschen rum. Aber ohne Spaß, ich verhungere bald. Na, ja, das kann ich auch nicht. Hast du irgendwas essen oder so? Ne. Scheiße. Ja, hier ist ein großer Platz, aber ist keine Statue, Mann. Dass die Statue auf dem Sockel steht, weißt du aber, oder? Ja. Naja, bringt mir trotzdem nicht wirklich viel, wenn ich den Platz nicht mal finde. Ich brauche was zu essen. Kann man da rein? Okay, ich muss erstmal, glaube ich, ganz schnell auf Nahrungssuche gehen. Folgt mich jetzt noch? Nee. Und was hier fliegt? Hier sind zwei. Bei mir, ich habe zwei die Endgame-Magazine. Sehr schön. Das stimmt mit mir? Ja, wäre nett. Okay, nein. Okay, war nix drin. Ja, okay, ist ja richtig viel drin, sagst du. Oh, fett. Mann, das ist doch voll scheiße. Leise. Weiß nicht, irgendwo ein Aufzug, wie man hochkommt oder so. Ich habe auch keine Ahnung, wo du sein könntest. Ich auch nicht. Beschreib mal deine Umgebung. Ja, ich bin gerade wieder bei der Baustelle halt. Bist du denn davon weit weggelaufen, oder? Ja, war ein gutes Stück. Hm. Bist du denn ja, wenn du die Stadt siehst, weit an dem Mond dran? Also ist zwischen dir fast keine Stadt mehr oder ist ziemlich viel Stadt noch? Was? Wenn du den Mond siehst, dann siehst du ja, ob der halt noch... Ich sehe den Mond nicht mehr. Toll. Ja, und was ist... Ich weiß nicht, wo du bist. Weil hier ist... Nix. Hier ist ein Straßenschild. Das hilft mir bestimmt weiter. Ich kann es aber nicht lesen. Das ist ein kleines Problem. Hm. Aber erstmal sinnlos in der Gegend rumlaufen. Das ist nicht geil. Hem. Ach, ja. Ich glaube, ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob ich hier irgendwo vielleicht... Wo ist denn der ganz große Berg? Oh, ist das so zu weit rausgezoomt? Ist es der große Berg? Was ist... Toll, es gibt ja irgendwo auf zwei Seiten große Berge. Komm mal. Das war natürlich ein Hauptgewinn. Und die ist auch nicht diese ganz, ganz große Kirche, Kathedrale, was auch immer. Na. Ah doch! Oder ist das kann auch sein, dass das nur ein Haus ist. Wie sieht denn das Dach davon aus? Also na gut, ist. So rund. Na okay, dann ist das rund. Ja nicht. Ja, ist kein Problem, ich laufe ja gerne ein Stückchen.
Also rein theoretisch kommst du, wenn du nach Straße.